Hauptsystem her, das sogenannte BSX. Wir haben hier den Halle, das ist der Store Manager aus dem Laden Rückwell in Hoing, der hier mit der Use 500 sich. Wir haben das ganze 700er Modell, direkt in die 100 drin. Angetrieben mit 12S, 500 roter Kopf, Kontext mit 6. Wir haben das System noch 500. Kopfdrehzahl ist ja auch sehr gering, wie man sieht. Also er fliegt mit deutlich weniger Kopfdrehzahl. Das Modell eben in der gleichen Klasse hatte 2100 Umdrehungen am Kopf. Hier ist er mal so 1400 Umdrehungen unterwegs. Möglich durch halbsymmetrisches Profil, also ein anderes rechtes Profil, weil mit dem Modell nicht viel auf den Kopf geflogen wird. Weil es vorbildlich geflogen wird, hat hier ein halbsymmetrisches Profil und kommt damit natürlich auch auf deutlich längere Flugzeiten, weil man einfach den Kopf dreht. Genau, gehen natürlich jetzt auch hier schön mit Beleuchtung und vorbildlich vorgeflogen, so dass der Pilot da auch drin überleben würde, wie vorher geflogen würde. Da würde kein Pilot lange drin sitzen. Genau, Ken und Barbie ist hier am Steuer. Also es ist nicht TC, wie man vermuten würde, wenn es der Use 500 von Magnum ist. Dieses ausgestattet mit Ken und Barbie. Wie gesagt, das Ganze stabilisiert durch den Fünfblattkopf, braucht man eine Stabilisierung oder sollte eine haben. Stabilisiert wird das Ganze hier durch ein Micro-Beast, das ist ein Cyber-System. Jetzt steht die Use nochmal komplett zum Publikum. Ich denke mal, Kalle hat seine GoPro da drin, wird auch nochmal filmen, von daher ein bisschen winkeln und klatschen. Man sieht, das Flyer, das System funktioniert wunderbar. Kalle hat die Finger komplett zum Glück gehabt. Wie gesagt, möglich durch einerseits das Flyer, das System, andererseits der ausgewogene Blätter mit weit außen liegenden Schwerpunkt. Das macht das Ganze dann so ruhig. Ich auch noch mal eine Chance, dass hier kommt. Autopilot ist nicht. Thank you.
So, der Kalle Lange. Und ich glaube, jetzt kommt als nächstes nochmal Timo Körle, nochmal mit dem CSA 700 Elektro.